Wenn es irgendwie zu leise oder zu laut sein sollte, muss man Bescheid sagen. Zu dem Thema des Artikels, wer bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, aus postalischen Gründen und wie auch immer, die neue aktuelle Bahamas erwerben zu können. Da hinten ist ein ganzer Stoß, kann man das gerne bei Bedarf nachholen. Ich werde in dem Referat, was ich jetzt halte, ein bisschen samplen aus dem Text, Afghanistan-Text in der aktuellen Ausgabe, aber nicht ausschließlich. Das heißt, für die Leute, die den Text schon kennen sollten, hat sich das Kommen hoffentlich schon unter dem Blickwinkel gelohnt, dass sie nicht bloß das Wiedergekäute aus dem Referat da, beziehungsweise aus dem Text in der Bahamas hören müssen. Ja, manche werden sich noch erinnern, jetzt geht's los. Kurz nach 9-11 erschien der erste von den UN zu verantwortende Arab Human Development Report, der arabischen Welt einen katastrophalen Zustand attestierte. Einen nirgends sonst in der Welt zu verzeichnenden Niedergang der Wirtschaft, des Bildungsniveaus, der persönlichen Freiheiten und der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Und das vor dem Hintergrund, dass alle genannten Faktoren ohnehin nie ein hohes Niveau aufwiesen. Zwar findet sich in dem besagten UN-Report auch die übliche Mär, dass der sogenannte Israel-Palästina-Konflikt O-Ton den Kern der politischen Krise in der Region bilden würde. Doch das, was der Report in der Hauptsache beinhaltete, barg wahren Sprengstoff in sich. Erstmals wurde nicht in üblicher Anti-Imp bzw. antikolonialer Manier dem Westen die Schuld für das arabische Versagen zugeschoben, sondern davon gesprochen, dass der erbärmliche Zustand vor allem ein selbstverschuldeter sei, der sich nicht durch Einkommensarmut im Vergleich zu anderen Weltregionen auszeichne, sondern durch eine andere Art von Armut, die den Arabern ihre Möglichkeiten und Fähigkeiten beraube. Die Region stehe, so die Autoren des Reports, vor einem Scheideweg. Ich zitiere aus dem Report: Die Region steht vor der grundlegenden Entscheidung, ob ihr Weg weiterhin von Trägheit geprägt sein wird und von ineffektiver Politik oder ob die Aussichten auf eine arabische Renaissance, also immer das jetzt genauer sein soll, aktiv verfolgt werden. Zitat Ende. Wähle man den Fortschritt, so die Autoren weiter, so wäre ein Wandel der Einstellungen und der gesellschaftlichen Anreize ebenso unerlässlich wie überhaupt die O-Ton gesellschaftlichen Spielregeln grundlegend geändert werden müssten. Wegen dieser Forderungen, immerhin erhoben von einem UN-Gremium, bezeichnete Dandina in seinem immer noch empfehlenswerten Buch Die versiegelte Zeit über den Stillstand der islamischen Welt, den Arab Human Development Report, zu Recht als ein revolutionäres Manifest. Dina stellt darin über den Gehalt des Reporters nicht nur fest, dass er die riesige klaffende Lücke zwischen dem traditionell hochbesetzten arabisch-islamischen Anspruch religiös-zivilisatorischer Überlegenheit und der tagtäglichen Widerlegung dieses Anspruches durch die Wirklichkeit offenbare. Er urteilt zudem, ich zitiere: Eigentlich ist der Report ein Plädoyer für die Revolutionierung der Verhältnisse. Sowohl die Diagnose als auch die Vorschläge sind derart umfassend, dass kaum vorstellbar ist, dieser eingeforderte Wandel könnte ohne größere Umwälzungen vor sich gehen. Zitat Ende. Es ist nicht überliefert, ob die Neokons, unter deren Einfluss nach 9-11 die sogenannte Bush-Doktrin der Vereinigten Staaten zustande kam, unabhängig von den UN-Verantwortlichen zur selben Lageeinschätzung über den Zustand der arabischen Region kamen oder sich die Neokons vom UN-Report wegweisend dahingehend inspirieren ließen. Jedenfalls passte im Jahr 2002, gut ein Jahr nach 9-11, kaum ein Blatt zwischen UN- und US-Diagnose. Dass es zwingend einer Umwälzung aller arabischen Verhältnisse bedürfe, darin war man sich einig. Um die Fragestellung dieser Veranstaltung, ob der Westen nach 20 Jahren den War on Terror verloren habe, beantworten zu können, muss man vor dem Hintergrund, ab wann die Neokons wirkmächtig wurden, auch die Geschehnisse in Afghanistan nach 9-11 richtig einordnen.
So müssen zwei militärische Kampagnen trotz ihrer zeitlichen Nähe voneinander geschieden werden. Die Operation Enduring Freedom, die im Jahr 2001 den Sturz der Taliban herbeiführte, und die Operation Iraqi Freedom von 2003, in deren Verlauf Saddam Hussein gestürzt wurde. Anders als der Irakkrieg stand der Krieg gegen die Taliban noch nicht unter dem Einfluss der Neocons und ihres, wie es in der US-Sicherheitsstrategie von 2002 genannt wurde, amerikanischen Internationalismus, mit dem die Welt, O-Ton aus der Sicherheitsstrategie, nicht nur sicherer, sondern auch besser gemacht werden sollte. In der 2002er Sicherheitsstrategie, auch als Bush-Doktrin bekannt, wurde unter anderem das Ziel ausgegeben, bei Bedarf aktiv die Öffnung von Gesellschaften und den Aufbau von Demokratieinfrastruktur zu betreiben. Weiter heißt es dort, Zitat, angesichts der Ziele von Schurkenstaaten und Terroristen können sich die Vereinigten Staaten nicht mehr wie in der Vergangenheit ausschließlich auf eine reaktive Haltung beschränken. Wir können nicht zulassen, dass unsere Feinde zuerst zuschlagen. Zitat Ende. Anders als die Operation Iraqi Freedom verfolgte weder die Operation Enduring Freedom, die 2014 für beendet erklärt wurde, noch die von 2001 bis 2014 als NATO-Stabilisierungsmission für den Großraum Kabul begonnene International Security Assistance Force, kurz ISAF, das Ziel, eine afghanische Nation zu schaffen. Der Operation Enduring Freedom, an der sich auf ihrem Höhepunkt bis zu 70 Nationen beteiligten und deren Operationsgebiete sich neben Afghanistan auf die Philippinen, Somalia bzw. das Horn von Afrika und die Sahara erstreckten, gingen im Fall Afghanistan seit 1996 etwa 30 erfolglose amerikanische Ersuchen an die Taliban voraus, Osama bin Laden auszuliefern. Diese Ersuchen stehen dafür, dass trotz der kompromisslosen Ankündigung nach 9/11, nicht länger zwischen Terroristen und ihren Beherbergern unterscheiden zu wollen, die Taliban nie als gleichrangiger Feind wie Al-Qaida angesehen und behandelt wurden. Auch der Umstand, dass die Operation Enduring Freedom nicht wie geplant als Operation Infinite Justice firmierte, verweist darauf, dass es sich die USA von Anfang an nicht mit den Taliban und anderen radikal-islamischen Regionalmächten völlig verderben wollten. Schon am 26. September 2001, also wenige Tage nach 9/11, berichtete die New York Times Folgendes, ich zitiere, islamische Gelehrte beklagten, dass nur Gott in der Lage sei, unendliche Gerechtigkeit, Infinite Justice, zu üben, und Verwaltungsbeamte befürchteten, dass Verbündete im Nahen Osten Anstoß nehmen würden. Zitat Ende. Mit diesem Kotau vor dem Islam ist ein grundlegender Geburtsfehler aller amerikanischen Bemühungen nach 9/11 benannt. Bis hin zu den Neocons war man sich darüber einig, dass die Begriffe Terror und Islam so unbestimmt wie möglich zu halten seien. Bereits in seinen ersten beiden Grundsätzen vor dem US-Kongress am 14. und 20. September 2001 gab George W. Bush die Richtung vor. Der Feind sei kein einzelnes politisches Regime oder eine einzelne Person, keine Religion oder Ideologie, sondern der Terrorismus. Und der sei überall auf der Welt zu Hause, in Nordamerika ebenso wie in Südamerika, in Europa genauso wie in Afrika, dem Nahen Osten und in ganz Asien. Spätestens mit der Erwähnung Südamerikas wurde deutlich, dass der Terrorbegriff auch Gruppierungen wie die kolumbianische FARC einbeziehen sollte, die in einem Land und auf einem Subkontinent agierte, der jedenfalls nicht islamisch ist. Die wenige Monate später propagierte sogenannte Achse des Bösen beinhaltete entsprechend auch das weitgehend isolierte Nordkorea, um den islamischen Staaten Irak und Iran unbedingt einem nicht-islamischen Schurken an die Seite zu stellen. In seiner Rede vom 20. September 2001 machte Bush deutlich, wer ausdrücklich nicht als Feind gemeint war. Gruppierungen wie Al-Qaida hätten die friedlichen Lehren des Islam durch eine Randform des islamischen Extremismus pervertiert, der einem Verrat am eigenen Glauben gleichkomme
und als Versuch gewertet werden müsse, den Islam zu einer Art Geisel zu machen. Dieser Unwille zur Feindbestimmung verdankt sich nicht nur dem pragmatischen Motiv, die islamische Welt nicht vollständig gegen sich aufzubringen und Rentierstaaten wie Saudi-Arabien bei der Stange zu halten. Er geht auch auf ein grundsätzliches Moment amerikanischen Selbstverständnisses zurück, wonach in jeder Religion der Freiheitsgedanke und das Streben nach individuellem Glück als zentrale Leitideen angelegt seien. Dieser Glaube an die Gleichheit aller Religionen entpuppte sich nach 9/11 als Schwäche und Stärke der US-Gesellschaft zugleich. Die Unfähigkeit, sich den Islam anders denn als Spielart des Christentums und dessen säkulare Praxis vorzustellen, traf auf die Vorstellung, dass die Idee von individueller Freiheit und Glück als eine universelle auch die Massen in der islamischen Welt ergreifen müsste. In seiner besagten Rede vom 20. September stellte Präsident Bush die Frage, warum hassen Sie uns? Auf die eine falsche Antwort und eine untaugliche Strategie erfolgen musste, weil der Islam als zentrale Ursache dieses Hasses nicht zur Sprache kommen durfte. Das erklärt auch, warum seitdem trotz der Rede von den radikal-islamischen Taliban nicht nur keiner weiß, wofür diese Bezeichnung eigentlich stehen soll, sondern warum er so tut, als wären die Taliban ein islamischer Betriebsunfall, die mit den Lehren des Gesetzgebenden und Strafenden Allahs nichts zu schaffen hätten. So hatte offenbar auch niemand ein Problem damit, dass sich das ausgerufene neue und moderne Afghanistan ausgerechnet eine islamische Republik nennen musste. Als Barack Obama als Nachfolger von George W. Bush gleich in seinem ersten Amtsjahr 2009 seine Kairoer Rede hielt, auf der er einen Neuanfang von westlicher und islamischer Welt beschwor, stellte dessen Islamverharmlosung, die in den Worten gipfelte, die Zivilisation hätte eine Schuld gegenüber dem Islam und die Religion des Friedens teile mit dem Staat USA die gleichen Grundsätze in Sachen Gerechtigkeit, Fortschritt, Toleranz und Würde des Menschen, keine Zäsur dar. Obamas Islamverharmlosung und damit die Tabuisierung einer der zentralen Ursachen für den Terror trieb die Schönrednerei George W. Bushs nur konsequent weiter. Im Unterschied zu Afghanistan 2001 ging es im Fall der Operation Iraqi Freedom ab März 2003 in der Tat um Nation Building. In den Worten George W. Bushs, ich zitiere ihn, die Errichtung eines freien Irak im Herzen des Nahen Ostens wird ein Wendepunkt in der globalen demokratischen Revolution sein. Zitat Ende. Diesen Worten kann man zum einen entnehmen, dass im Jahr 2003 auch der War on Terror noch unter dem Eindruck des Paradigmas vom sogenannten Ende der Geschichte durch den Fall des Eisernen Vorhanges, das heißt eines für alternativlos gehaltenen, fast schon naturwüchsigen Siegeszuges des westlichen Demokratiemodells stand. Zum anderen sollte nach Vorstellung der Neokons im Einklang mit den revolutionären Forderungen des Arab Human Development Report der Irak nur der erste entscheidende fallende Dominostein sein, der die Demokratisierung des gesamten Nahen Ostens auslösen sollte. Bekanntlich, wir haben es auch gerade gehört, hatte sich die Redaktion Bahamas, das bezog sich ja nur auf Afghanistan, hatte sich die Redaktion Bahamas damals ebenso wie für den Afghanistan Einmarsch für die Operation Iraqi Freedom ausgesprochen, wofür es gute Gründe gab, die seinerzeit, warum auch immer, nicht zur Kenntnis zu nehmen, sich zu Recht vom damaligen US-Verteidigungsminister Rumsfeld den Vorwurf einbrachte, als Vertreter eines sogenannten Old Europes zu gelten. Unbestreitbar meinten die USA es nicht nur ernst mit der Domino-Theorie, sie waren auch objektiv zum Erfolg verdammt, wenn sie ein zweites 9/11 verhindern wollten. Denn ganz im Einklang mit der Diagnose des UN-Reports wäre es auf kurz oder lang eindeutig die schlechtere Alternative gewesen, den Status quo in der Region so zu belassen, wie all diejenigen unter Verleugnung der Realität es wollten, die damals kein Blut für Öl oder Ähnliches brüllten und damit nicht nur das Scheitern der Amerikaner und den Sieg Saddam Husseins herbeisehnten, sondern auch dem deutschen Exportgeschäftsmodell das Wort redeten,
das unter der harmlos klingenden Losung Wandel durch Handel nichts anderes beinhaltet, als ohne moralische Skrupel noch mit den größten Verbrechern dieser Welt im Namen von Frieden und Dialog krumme Geschäfte zu machen. Man erinnere sich nur daran, dass das Chemiewaffenprogramm Saddams mit tatkräftiger deutscher Hilfe in die Lage versetzt wurde, 1988 im irakisch-kurdischen Halabscha zwischen 3.200 bis 5.000 Menschen mittels Giftgas zu ermorden. Geht man von den ursprünglichen US-Intentionen nach 9/11 aus, so kann man im Fall Afghanistan nicht einfach davon sprechen, dass aus Sicht des Westens etwas gescheitert sei. Denn dort, das habe ich in meinem Text zu Afghanistan in der aktuellen Bahamas-Nummer hoffentlich ausreichend belegen können, wurde gar nicht erst der ernsthafte Versuch unternommen, etwas aufzubauen, das im schlimmen Fall hätte scheitern können. Anders im Irak. Dort lässt sich konstatieren, dass der Versuch des Nation-Building über weite Strecken als gescheitert gelten muss, obwohl die Aufstandsbekämpfung dort, anders als in Afghanistan, durchaus erfolgreich war. Das Land seit 2011 weitgehend souverän ist, immerhin der administrativen Struktur nach eine föderale, parlamentarisch repräsentative Demokratie geworden ist und über eine qua Volksabstimmung eingeführte Verfassung verfügt. Trotzdem ein Skandal, dass Biden den Irak aktuell zu dieser Demokratiekonferenz eingeladen hat, aber Ungarn ausgeladen. Das ist wirklich ein unglaublicher Skandal. Genau, die Verfassung wurde verfügt über eine Verfassung, wie gesagt. Die Operation Iraqi Freedom muss schon deshalb als gescheitert gelten, weil sich in der irakischen Verfassung folgerichtig der sträfliche Umgang der Amerikaner mit dem Islam widerspiegelt. Nicht nur ist darin der Islam als die Staatsreligion und als eine Grundlage der Gesetzgebung festgeschrieben. Kein Gesetz darf laut der Verfassung verabschiedet werden, das gegen die Vorschriften des Islam und seines Rechtssystems verstößt. So nimmt es auch nicht Wunder, dass noch heute der unter Saddam Hussein hinzugefügte Schriftzug Allahu Akbar, Allah ist am größten, auf der irakischen Nationalflagge prangt und die endgültige Entchristianisierung des Landes, es haben Millionen Christen mittlerweile das Land verlassen, nur noch eine Frage der Zeit ist. Anders gesagt, gerade weil man die gesellschaftlich konstitutive antisäkular, antiwestliche Rolle des Islam nicht wahrhaben wollte, konnte der Dschihadismus in einer Weise erblühen, wie es vor 9/11 nicht möglich schien. Dabei wäre es falsch, eine direkte Linie vom Irakkrieg zum IS zu ziehen. Denn der Irakkrieg war nur mittelbar ursächlich für das Entstehen des IS. Unmittelbarer Grund für das Entstehen des Islamischen Staates war der sogenannte Arabische Frühling. Erst der hat das gesamte verheerende islamistische Potenzial freigesetzt, das sich seit der Niederlage des Panarabismus im Sechstagekrieg mit Israel im Jahr 1967 in den islamischen Gesellschaften als einzig wahre Opposition gegen die jeweilige despotischen Herrscher immer mehr entfalten konnte. Diesem Potenzial angesichtig war es spätestens ab dem sogenannten Bürgerkriegen in Syrien und Libyen für die Amerikaner klar, dass es ein unilaterales Vorgehen in der Region nicht mehr geben sollte und dass statt einer angestrebten Umwälzung aller arabischen Verhältnisse wieder die Herstellung von relativer Stabilität durch im Zweifel autoritäre Herrschaft Vorrang hat. Der arabische Frühling wiederum wäre wohl kaum ohne den Sturz Saddam Husseins möglich geworden. Er war im Grunde so etwas wie die verzögerte, praktisch wahr gewordene, von den Neokons erhoffte Domino-Theorie des reihenweisen Despotensturzes. Gerade im Lichte des arabischen Frühlings hat sich jedoch zugleich die Schwäche des Westens gezeigt. Das ideelle Vakuum, das der arabische Frühling bestenfalls erzeugt hat, konnte der Westen oder besser die westlichen Ideen von der Privatheit des Glaubens durch Trennung von Staat und Religion, Religionsfreiheit im wörtlichen Sinn als individuelle Freiheit von der Religion also, nicht füllen. Die Idee des Säkularismus hat die arabischen Massen keineswegs ergriffen. Sie musste schon deshalb randständig auf den Tarierplätzen der Region bleiben, weil die Aufklärung durch Selbstkritik, die Einsicht in die selbstverschuldete Unmündigkeit weitgehend ausblieb. Nicht zuletzt befeuert
durch die unkritische abfeiernde Berichterstattung nahezu aller westlichen Medien, die statt Kritik an der Inhaltslehre der Proteste und dem falschen Demokratieverständnis der Protestierer zu üben, damit zugleich unter Beweis stellten, wie wenig sie selbst die Idee westlicher Freiheit noch verinnerlicht haben. Immerhin bestand das Novum des arabischen Frühlings darin, erstmalig nicht alle Schuld des eigenen Versagens im Sinne des traditionellen arabischen Opfermythos alleinig dem Westen anzulasten. Der Opfermythos erfuhr vielmehr eine Art Upgrade, in dem erstmals Schuld und Verantwortlichkeit vor allem auf den verhassten Herrscher im eigenen Land projiziert wurde. Der arabische Frühling war vor allem eine sunnitische Erweckungsbewegung, die die Spannungen mit der Schia nicht minderte, sondern anfachte. Der Arab Human Development Report von 2019 stellte dazu ernüchternd fest, also vor 2 Jahren, natürlich politisch korrekt nur so, dass man den Elefanten im Raum namens Islam nicht beim Namen nannte. Ja, über 2019 stellte er fest, Zitat, die Religion ist zu einem trennenden Thema geworden, das die Politik beherrscht und eines der wichtigsten Merkmale der Staatsbürgerschaft darstellt. Verfassungen, Gesetze, Bildungssysteme, Rechte und sogar die Kunst werden weitgehend durch eine religiöse Brille betrachtet und bestimmt. Im Mittelpunkt dieses Blickwinkels stehen religiöse Normen und religiös motivierte kulturelle Normen und Symbole, die geschaffen und politisiert wurden und vom Staat und der Gesellschaft insgesamt beachtet und bewacht werden. Daher hat sich die Religion als ein mächtiges politisches, soziales und kulturelles Mittel zur Kontrolle durch den Staat und nichtstaatliche Akteure erwiesen und die Definition der Staatsbürgerschaft stark beeinflusst. Zitat Ende aus dem Arab Human Development Report von 2019. Zwar lässt sich konstatieren, dass der Iran durch das Ende der Unterdrückung der schiitischen Mehrheit im Irak ein großer, wenn nicht gar der große Gewinner des Sturzes Saddam Husseins wurde, dennoch. Bis zur Unterzeichnung des von Obama durchgeknüppelten Atomabkommens mit dem Iran waren die iranischen Kräfte durch die Beschränkung ihrer ökonomischen und monetären Möglichkeiten weitgehend gebunden. Erst Obamas Abkommen hat die Mittel freigesetzt, mit denen der Iran gegen den sunnitischen Feind mittels seiner schiitischen Hilfstruppen zu Felde ziehen kann und mittlerweile Israel fast vollständig einkreisen konnte. In den Worten Donald Trumps zur Begründung seines Ausstiegs aus dem Abkommen, dessen Wahlsieg ansonsten kaum etwas mit dem War on Terror zu tun hatte, weil er beim Heimbringen der Truppen voll auf Obama-Linie lag, ich zitiere aus der Begründung der Aufkündigung des Abkommens, Zitat Donald Trump, das Abkommen hob lähmende Wirtschaftssanktionen gegen den Iran im Austausch für sehr schwache Grenzen der nuklearen Aktivitäten des Regimes auf und setzte keine Grenzen für sein anderes bösartiges Verhalten, einschließlich seiner finsteren Aktivitäten in Syrien, im Jemen und an anderen Orten auf der ganzen Welt. Zu dem Zeitpunkt, als die Vereinigten Staaten die größtmögliche Hebelwirkung hatten, gab dieses katastrophale Geschäft diesem Regime, und es ist ein Regime des großen Terrors, viele Milliarden Dollar, einige davon in bar, das stimmt tatsächlich, eine große Peinlichkeit für mich als Bürger und für alle Bürger der Vereinigten Staaten. Seit dem Abkommen sind die blutigen Ambitionen des Iran nur noch unverschämter geworden. Zitat Ende Donald Trump. Erst letzte Woche gab Israels Premier Naftali Bennett Trump, dem man diverse Friedensschlüsse Israels mit ehemaligen erbitterten arabischen Feinden zu verdanken hat, ohne dass man ihn für den Friedensnobelpreis nominiert hatte, im Nachgang indirekt recht, als er das für Israel immer bedrohlichere Ergebnis des Abkommens beklagte. Zitat Naftali Bennett von letzter Woche. Die Iraner schikanieren uns, zehren an unseren Kräften, erschöpfen uns. Und das alles, während sie kaum das Haus verlassen müssen. Sie lassen uns ausbluten, ohne einen Preis zu zahlen. Alles in allem ist es ein bequemes Arrangement für sie. Zitat Ende. Schwenken wir an dieser Stelle vom Irak-Iran hinüber zu den Geschehnissen in Afghanistan. Dort hatten sich 2001 die Amerikaner offenbar deswegen gegen die Einbeziehung der Taliban in eine Nachkriegsordnung entschieden, weil sie bis heute der falschen Vorstellung von den Taliban als anti-afghanischem Fremdkörper anhängen,
die im Westen weitgehend Konsens ist. Der damalige deutsche Verteidigungsminister Struck etwa, ihr wisst, unsere Sicherheit wurde auch im Hindukusch verteidigt, Struck etwa ließ sich zu der Behauptung hinreißen, die Taliban hätten Afghanistan bis 2001 nur okkupiert, seien also im Grunde nichts anderes als eine Art Besatzungsmacht gewesen. Im Jahr 2001 waren die wichtigsten afghanischen Verbündeten der Amerikaner nicht nur eine wüste Ansammlung von Stammesführern und Warlords, sondern zugleich ausdrücklich antipashtunisch orientierter Interessenvertreter. Schon der Name Nordallianz verweist darauf, weil im Norden im Gegensatz zum Süden und Osten Afghanistans kaum Paschtunen leben. Der paschtunische Süden und Osten bilden jene Region, der Afghanistan seinen Namen gab. Afghan bedeutet im Persischen Paschtune. In der rund 40% der Gesamtbevölkerung leben und aus der sich fast alle Taliban rekrutieren. Dass die Taliban und mit ihnen ein bedeutendes Stück Afghanistan in ihrer schwächsten Phase nicht am Frieden in Afghanistan teilhaben sollten, gehört zur Vorgeschichte ihres Wiedererstarkens. Damit ist auch die über die Jahre zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage und der Stimmung in der afghanischen Bevölkerung verbunden. In den Reihen der afghanischen Sicherheitskräfte befanden sich bis zu ihrem Ende nur wenige Rekruten paschtunischer Herkunft, die damit leben mussten, dass beispielsweise der stets als Patron regierende afghanische Präsident Karzai von den Taliban als unseren Brüdern sprach, die die afghanische Armee und Polizei dennoch zu bekämpfen hätten. Als Mitte August 2021 vermeldet wurde, dass sich CIA-Direktor William Burns für Gespräche mit den Taliban nach Kabul begeben habe, rieb man sich unter anderem bei der FAZ verdutzt die Augen. Ginge es den Amerikanern etwa darum, die Taliban quasi zum Partner im Kampf gegen den Terror zu machen? Was auf den ersten Blick absurd erscheint, ist strategisch gesehen so unüberlegt nicht. In den USA hat man nüchtern beobachtet, was die Taliban von ihren ebenfalls der Umma-Ideologie anhängenden Konkurrenten vom Islamischen Staat und auch von Al-Qaida unterscheidet und warum sie mit dem IS verfeindet sind. Zwar hängen die Taliban den Lehren der Deobandi-Hochschule an, der nach der Al-Azhar-Universität von Kairo zweiteinflussreichsten sunnitischen Ideologieschmiede, die verkündet, dass der Umma-Gedanke über jeder nationalen Idee zu stehen habe, dennoch unterscheiden sie sich schon dadurch erheblich vom IS und von Al-Qaida, da sie stark ethnisch geprägt sind. So ist der, wenn man so will, internationalistische respektive antinationale Charakter der Taliban-Bewegung trotz der grenzüberschreitenden Affinitäten zu den paschtunischen Geschwistern in Pakistan im Verhältnis insbesondere zum IS marginal ausgeprägt und mit ihm auch das revolutionäre Moment, ohne Rücksicht auf Verluste ein grenzenloses Kalifat errichten zu wollen. Im Vergleich zum IS wird in aller Schärfe deutlich, was die Taliban schon immer als quasi nationale Befreiungsbewegung von Al-Qaida unterschieden hat. Die Taliban verstehen sich anders als der IS und auch Al-Qaida in erster Linie nicht als elitäre, umstürzlerische Avantgarde einer grenzenlosen Umma, sondern als Bewahrer bedrohter islamischer Werte in ihrer angestammten Heimat. Alle drei Kampfbünde sind zwar Resultate der tiefen Krise des Islam, die IS-Anhänger verkörpern jedoch den Mudschahidin neuen Typs, der meist urban und damit entwurzelter als ein Talib sozialisiert ist. Al-Qaida, das unter Bin Laden zuvörderst immer auf die Eroberung Saudi-Arabiens und damit der Heimstatt des Islam abzielte, und dann erst auf das grenzenlose Kalifat, steht strategisch zwischen dem IS und den Taliban. Die unterschiedliche Interpretation der Umma-Doktrin schlägt sich auch in der Wertschätzung dieser Mordbanden bei den Anhängern einer dschihadistischen Internationale im Westen nieder. Radikalisierte, vorwiegend migrantische Jugendliche werden nicht aus dem Westen an den Hindukusch reisen, um sich den als altbacken, bäuerlich und uncool empfundenen Taliban anzuschließen.
Als weit attraktiver gilt in diesem Milieu der IS, dessen Protagonisten sich nicht zufällig wie die wahren Gangster-Rapper inszenieren und als internationalistisch agierende Avantgarde des Islam Mord, Raub und Vergewaltigung ohne Ende versprechen. Aus der Perspektive der Terrorismusbekämpfung sind die Taliban das kleinere Übel und die Behauptung, mit ihrer Herrschaft kehre der Terrorismus zurück, blamiert sich an der Realität. Blamiert sich deshalb an der Realität, weil überall auf der Welt, insbesondere aber in Subsahara-Afrika, wo seit Jahren ein Dschihad ungeahnten Ausmaßes gegen die dortige Christenheit tobt, den man im Westen überwiegend mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nimmt, oder aber wie etwa im Fall Mali mit etwas militärpolitischer Kosmetik zuzudecken gedenkt, sind die Mordbrenner ideologisch vor allem am IS orientiert. Es geht vor diesem Hintergrund vorrangig gar nicht darum, der Frage nachzuschürfen, ob die Taliban sich geändert hätten. Geändert hat sich nach 9/11 der Dschihadismus, der sich seither so sehr radikalisiert hat, dass er nationale Grenzen nur noch kennt, um sie zu beseitigen. Dessen Popfaktor lässt die Taliban, die immer noch mit den modernen Kommunikationsmitteln der Ungläubigen hadern, statt sie voll für sich zu nutzen, wie der IS es tut, einfach alt aussehen. Mindestens eine Ahnung von der Spaltung der Dschihadistenszene und den Folgen spiegeln die Äußerungen Joe Bidens vom August diesen Jahres, als er betonte, es gehe um die Bedrohungen von heute, nicht um die von gestern, und davon redet, dass wir in einer neuen Welt lebten, in der sich die terroristische Bedrohung über die ganze Welt ausgebreitet hat. Biden, der nur weiterverfolgte, was Obama und Trump als Exit-Strategie auf den Weg gebracht hatten in Afghanistan, stellte in seiner Rede vom 31. August auch die rhetorische Frage, ob man jemals nach Afghanistan gegangen wäre, wenn, O-Ton Biden, wir am 11. September 2001 vom Jemen aus angegriffen worden wären. Sein kaum überraschendes Nein schließt jedoch ein Ja im Fall Irak ein. Denn im Irak ging es unter dem Einfluss der Neocons zumindest dem eigenen Anspruch nach wirklich um Nation-Building gleich in einer ganzen Region, sodass man hier wie dargelegt von einem Scheitern sprechen muss. Wer allen Ernstes behauptet, in Afghanistan wäre seit dem Sturz der Taliban im Jahr 2001 ein imperialistisches respektive neokoloniales Produkt verfolgt worden oder wie Sarah Wagenknecht als Wahrheit über Afghanistan verkündet, es wäre dem Westen dort 20 Jahre lang nur um wirtschaftliche und geopolitische Interessen gegangen, der will nach Art wahlweise linker oder rechter Selbstgerechtigkeit den Unterschied zwischen dem planlosen Sturz der Taliban 2001 und dem der neokonservativen Domino-Theorie verpflichteten Irakkrieg von 2003 nicht begreifen. Offensichtlich war die weitgehende Interesselosigkeit am Schicksal von Land und Leuten in Afghanistan der Grund dafür, dass man den verantwortlichen Afghanen offenbar viel zu viele Freiheiten eingeräumt hatte, statt sie ernsthaft an die zivilisatorische Kandare zu nehmen. Ein verheerend wirkender Multilateralismus, der alle hässlichen Outsourcing- und NGO-Inkredenzien der global elends verwalteten UN-Welt in sich trug, hat ein bitter nötiges unilaterales Vorgehen ersetzt und verhindert. Ein postmoderner Deregulierungswahn, der selbst vor der US Army nicht Halt machte, die hoheitliche Armeeaufgaben an private Sicherheitsdienstleister delegierte. In Afghanistan wütete im Windschatten der US-Truppen, mit deren ausdrücklicher Duldung und Förderung mehrheitlich eine auf Selbstversorgung bedachte Caritas-Meute, die mittels Geldausschüttung und Anwerbung sogenannter Ortskräfte schalten und walten konnte. Die viel zu wenigen Afghanen, die wirklich mehr wollten als eine durch Überalimentierung systematisch geförderte Verstetigung islamischen Elends, wurden durch die Begünstigung von Korruption und bestens vergüteter Stammesloyalitäten von Anfang an um ihre Hoffnungen betrogen. All das Polit- und Feuilleton-Geschwätz über die Etablierung einer starken afghanischen Zivilgesellschaft in einigen Sektoren und anderer Fortschritte der letzten 20 Jahre blamiert sich an der Wirklichkeit einer internationalisierten Entwicklungshilfe,
der die kriminelle Begünstigung einer Erziehung zur Unmündigkeit vorzuwerfen ist. Alle Versäumnisse sind mit dem pauschalen Verweis auf die ideelle, nicht aber materielle Schwäche des Westens, die im 20-jährigen multilateralen Desinteresse an Afghanistan zum Ausdruck kommt, nicht erklärt. Wenn diese Schwäche defätistisch als Ausrede herhalten muss, dass in Afghanistan eben nicht viel mehr gegangen sei. Im Grunde herrschte unter allen Beteiligten Konsens darüber, dass nicht einmal denkbar sein soll, was die Ausgangsbedingungen jeglicher Ziel- und Strategiebestimmungen hätte sein müssen. Unter Rückgriff auf die Aufklärung, ein grundlegend säkularisiertes Land zu hinterlassen, dessen gesellschaftliche Beschaffenheit die Afghanen in die Lage versetzt, ihr der Sippe und dem Stamm verfallenes Dasein zu entzaubern und es endlich mit nüchternen Augen zu betrachten. In Afghanistan wurde nicht einmal der Versuch unternommen, einen das vormoderne Subsistenzwesen zurückdrängenden inneren Markt zu schaffen. In Wahrheit hat man nie anderes vorgehabt, als einen von Taliban beherrschten Failed State in einen nicht von Taliban beherrschten Failed State zu verwandeln. Die Deutschen und ihre ideologischen UN-Freunde haben ihr Tun den sogenannten vernetzten Ansatz zur Gründung einer Nation genannt und mit ihrer damit einhergehenden Alimentierung von Land und Leuten zu den Bedingungen ihrer traditionellen Unterdrücker weit massiveren Schaden angerichtet, als es je ein aus dem Ruder gelaufener Einsatz der US-Army oder auch der durch die Bundeswehr ausgelöste sogenannte Luftangriff bei Kunduz, bei dem Dutzende Zivilisten zu Tode gekommen sind, vermocht hätten. Den Amerikanern wäre vorzuwerfen, dass sie sich eine destruktive Unternehmung zu allem Überfluss auch noch als eine Art Beschwichtigungsgeste für das deutsche Nein zum Irakkrieg gern haben aufschwatzen lassen. Das konnte nur geschehen, weil deutsche und andere Zivilgesellschafter die aus der amerikanischen Planlosigkeit resultierende Leerstelle nach dem militärischen Sieg füllen konnten. Eine Vorstellung, was ein Sieg in Afghanistan, geschweige denn, was die Befreiung der Afghanen eigentlich bedeuten sollte, gab es auf amerikanischer Seite nie. Wenn es ernsthaft um den Aufbau einer Zivilgesellschaft oder um Nationbuilding gegangen wäre, hätte sich alles um die Frage drehen müssen, wie man Bedingungen schafft, unter denen beides überhaupt möglich wird. Das hätte zur Folge gehabt, nicht nur die Taliban, sondern eine ganze Gesellschaft besiegen zu müssen, die dann auch nicht wieder aufgebaut, sondern völlig neu hätte erschaffen werden müssen, unter anderem dadurch, dass nicht etwa re-educated, sondern erstmalig educated worden wäre, damit die Ortskräfte aller Schattierungen eine Ahnung davon bekommen würden, wogegen sie eigentlich zu kämpfen hätten, wenn etwas Besseres entstehen sollte als zwischen einer islamischen Republik und einem islamischen Emirat Afghanistan zu wählen. Die Notwendigkeit, den Islam in Afghanistan radikal zurückzudrängen, wollte nicht nur keiner sehen, man konnte es auch nur schwer dank einer überbordenden Moral- und Ideologieproduktion im Westen, die den Refugee seit Jahren zu ihrem zivilgesellschaftlichen Fetisch gemacht hat, an dem als Objekt die Verachtung gegenüber dem westlich-bürgerlichen Nationalstaat und in ihrer Folge die Abneigung gegen jede Form echten Nation-Buildings ausagiert wird. Dieser Fetisch der Weltoffenheit ist Beleg dafür, wie buchstäblich fertig diejenigen mit der Welt sind, die keinen Gedanken mehr an die wirksame Bekämpfung von Fluchtursachen verschwenden wollen und sich schon gar nicht fragen, ob ja vielleicht nicht alles schlecht war an der einst linken Idee von nationaler Befreiung. Es bleibt dort eine Sicht auf die Welt, die nur bis zur libyschen Mittelmeerküste reicht oder aktuell bis zur Grenze Polens mit Weißrussland, verbunden mit der einen verheerenden Botschaft, dass wer vor Ort für ein besseres Leben kämpft, statt zum Refugee zu werden, eigentlich an seinem Schicksal selber schuld sei. Ob sich die Taliban wirklich langfristig an der Macht halten werden können, ist im Grunde irrelevant, denn westliche Unterstützung derjenigen Afghanen,
die im Land verbleiben wollen, um gegen die Taliban zu kämpfen, wird es kaum geben. Ich irre mich da sehr gern, aber ich behaupte das. Das liegt nicht nur darin begründet, dass nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre die Priorität in den USA darin besteht, zu verhindern, dass sich ein zweites Afghanistan wiederholen könnte, sondern mehr noch in einer Neujustierung der eigenen Interessen. Joe Biden hat in seinen beiden Augustreden anlässlich des fluchtartigen Abzugs der US-Truppen unmissverständlich betont, warum die, O-Ton, Ära großer Militäroperationen zur Umgestaltung anderer Länder zu beenden sei. Denn die wahren strategischen Konkurrenten, so Biden, hießen China und Russland, wobei man mit China in einem ernsthaften Wettbewerb stünde, während man mit Russland an mehreren Fronten konfrontiert ist. Siehe die Ereignisse in der Ukraine oder an der ukrainischen Grenze derzeit. Dass China in den USA mittlerweile konsensual als der große Konkurrent ausgemacht ist, dessen Einhegung und Zurückdrängung alle strategischen Überlegungen unterzuordnen sind, hat auch mit der verheerenden amerikanischen Fehleinschätzung der Entwicklung des Landes zu tun, die Chinas Aufstieg entscheidend begünstigt hat. Im Vertrauen auf die unsichtbare Hand des Liberalismus heißt es beispielsweise in der von den Neokons diktierten nationalen Sicherheitsstrategie von 2002, die den präventiven Interventionismus für den Irakkrieg festschrieb, dass China unter der Macht der Marktprinzipien und den Anforderungen der WTO, also der Handelsorganisation, auf einem guten Weg hin zu sozialer und politischer Freiheit sei. Dass die Amerikaner anders als die Europäer mit den Deutschen vornweg mittlerweile bereit sind, die mögliche Hölle einer chinesischen Weltherrschaft, wie Max Horkheimer anlässlich seiner Parteinahme für die Amerikaner im Vietnamkrieg die Bedrohung einmal bezeichnet hatte, zu verhindern, dürfte auch die Australier dazu bewogen haben, der Rekonstruktion eines alten westlichen Antiverbündnisses mit Großbritannien und den USA mehr zu vertrauen, als den U-Booten des in Sachen Antifaschismus erwiesenermaßen stets unsicheren Kantonisten Frankreich. Niemand sollte sich der Illusion hingeben, dass der längst antibürgerliche Züge tragende Zustand des gerade dadurch schwachen Westens, der sich nicht nur in der Ideologie des Antirassismus und Antikolonialismus, im Diversitätsfetisch oder im klimahysterischen Ruf nach autoritären Lösungen Ausdruck verleiht, sondern ganz aktuell ebenso in der gesellschaftlichen Ächtung sogenannter Ungeimpfter und im Umgang mit sogenannten Querdenkern, es ihm erlaubte, aus einer vormodernen Gesellschaft eine moderne, von Sitte-Jongs getragene zu machen, für die Rule of Law charakteristisch ist. Doch gesellschaftliche Bedingungen zu schaffen, unter denen sich die Menschen dort nicht mehr nur als große Ausnahme überhaupt als Individuen mit Privatinteressen erfahren könnten, deren Voraussetzung die Zerstörung aller feudalen, patriarchalischen, idyllischen Verhältnissen wäre, wie es im Kommunistischen Manifest so schön heißt, wäre ein durchaus machbares Unterfangen sowohl im Irak wie in Afghanistan gewesen, hätte man es ernsthaft betreiben wollen. Beantwortet wäre damit allerdings noch lange nicht, wie es überhaupt möglich werden soll, dass sich in islamischen Gesellschaften ein ausreichendes Bürgerbewusstsein ausprägen kann, auch bekannt als Common Sense, das immer noch als Bedingung der Möglichkeit einer dringend notwendigen Säkularisierung der gesellschaftlichen Verhältnisse gilt. Und das unter heutigen Bedingungen eines globalisierten Weltmarktes, der nicht nur die postmoderne antinationale Ideologie als seine gegen nationalstaatlich organisierte Märkte gerichtete Begleitmusik hervorbringt und zu allem Elend den Islam für Abermillionen zur einzig wahren Globalisierungskritik erhebt. Was heute Globalisierung genannt wird und sich durch kaum mehr durchschaubare Finanzströme, Produktions-, Liefer- und Wertschöpfungsketten sowie durch Millionen von dahin vegetierenden Wanderarbeitern auszeichnet, steht historisch wie nie zuvor gegen die Chance auf ein nationalökonomisch und damit auch nationalstaatlich stabile und erst recht bürgerliche Entität mit einem ausgeprägten Bürgertum.
Wie nun fällt am Ende meines Vortrages die Antwort auf die Frage aus, ob der Westen den Kampf gegen den Terror verloren hat? Wenn man wie seinerzeit die Neokons mehr darunter versteht, als rein militärisches, polizeiliches oder geheimdienstliches Agieren, dann kann der Westen diesen Kampf mit Sicherheit immer nur verlieren, solange beispielsweise eine neue deutsche Regierungskoalition mit dem Motto »Mehr Fortschritt wagen« gesellschaftlich realisieren kann, wenn also eine Bevölkerungsmehrheit nichts Skandalöses daran findet, dass eine neue deutsche Regierung mit der ehemaligen Managerin der Tonsteine Scherben als Kulturstaatsministerin, die sich unter Berufung auf die weitere sogenannte Diversifizierung der Gesellschaft, dem Kulturrelativismus und der weiteren postmodernen Durchideologisierung verschrieben hat, den Fortschrittsbegriff für sich kapern kann, wie es ähnlich die beiden Regierungen in den USA veranstaltet. Solange also die kulturelle Hegemonie dieser selbst erklärt Fortschrittlichen nicht gebrochen ist, wird man vom Westen nicht vernehmen können, was Max Horkheimer einst als dessen zivilisatorische Aufgabe verstand, die in der Gegenwart zentraler Bestandteil auch eines jeden Kampfes gegen den Terror zu sein hätte. Ich zitiere abschließend Max Horkheimer. Wenn zu bestimmen wäre, was die Abgesandten des Westens geistig übermitteln sollen, alle, die vornehmlich mit durchschnittlichen Stammesleuten umgehen, es ließe nichts Besseres sich wünschen, als das Bild des Menschen, der ein eigenes Urteil hat, in jedem anderen Menschen den Menschen respektiert, das Unrecht und die Unterjochung hasst, die Gestik der Freiheit. Solche Neigungen, den fremden Völkern einzupflanzen, müsste der Mensch des Westens dort fähig sein, über die aufrichtige Achtung vor seiner Industrie und die zweischneidige Bewunderung des Reichtums seines Landes hinaus. Nur insofern Reichtum und Industrie mit jenem Geistigen verbunden sind, verwandelt die Hilfe sich zur Mission. Zitat Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Also ich. Ja. Okay. Wir würden eine kleine Pause machen, 10 Minuten, und dann geht es aber auch gleich weiter. Das hat es jetzt sein gesagt, oder? Was? Hat es jetzt sein gesagt, oder? Ich hätte ja gesagt, aber das ist ja dein Problem, eigentlich, das zu sagen. Da.